Was bedeutet soziale Nachhaltigkeit für ein Unternehmen wie die Wirth-Gruppe, die international erfolgreich unterwegs ist und vielen, vielen Menschen gute Arbeitsplätze und Jugendlichen viele Chancen eröffnet? Diese Fragen wollen wir in der nächsten Stunde vertiefen unter der Moderation von Professor Dr. Günter Bachmann, dem langjährigen Generalsekretär des Rats für nachhaltige Entwicklung der Bundesregierung. Lassen Sie uns zunächst mal über das Stichwort CSR reden, Corporate Social Responsibility. Wir sind im CSR-Forum, die ganze Reihe steht unter dem Thema soziale Nachhaltigkeit, CSR. Jetzt arbeiten Sie in einem Bereich für ein Unternehmen, für einen Familienunternehmer, der lange Corporate Social Responsibility schon macht, bevor es das Wort gab. Das ist richtig, ja. In welcher Tradition sehen Sie sich selber? Ich glaube, man kann den Beginn des CSR bei Wirth gar nicht so genau definieren. Es ist sicherlich, was ich vorhin anklingen lassen wollte, es wird schon lange CSR gemacht, wie Sie sagen, bevor man es eigentlich als Wort so definiert hat. Ich glaube, über den Bereich Bildung, über den Bereich in die Region investieren, in der Region bleiben, was andere ja dann vielleicht auch mal nicht tun, aber in dem Falle von Wirth einfach immer so geschehen ist. In dem Bereich wurde eben schon immer sehr viel Verantwortung übernommen und eigentlich gehört es heute in unsere DNA, dass wir eigentlich in dem Bereich auch verhaftet geblieben sind. Also ich will sagen, wir haben natürlich über die Gründung von Schulen, über die Gründung von Reinhold Wirth Hochschule, die dann eben in Künzelsau gegründet wurde und nicht als Zweigstelle irgendwie in München oder Zürich oder sowas eine Zweigstelle entstanden wäre, dass da eigentlich tatsächlich das Unternehmen in der Zwischenzeit schon Vorbildcharakter hat. Gut, kommen wir noch auf Ihren, vielen Dank, auf Ihren Vortrag zurück. Da ist am Ende so eine kleine Überraschung drin gewesen, wie Sie beim Thema Umwelt gesagt haben. Also übrigens, bis 2024 werden wir klimaneutral, das ist morgen. Herr Wirth hat in einem Interview kürzlich sich sehr kritisch über die Umweltpolitik geäußert, gesagt, die Umweltpolitik hat versagt. Wir müssen viel schneller aus der Kohle raus und wir haben nur dieses eine Raumschiff Erde und da müssen wir mal ordentlich mit umgehen. Und wir tun es im Moment nicht. Sagen Sie uns noch was zu 2024. Wie kommen Sie darauf? Ist es nur Autos oder betrifft es denn doch die ganze Firma? Was müssen wir da verstehen? Also ich glaube, das war auch sozusagen als das Credo vom Sprecher unserer Geschäftsleitung für die Adolf Wirth GmbH und Co. KG in Künzelsau, die ja immer eine Vorreiterrolle auch im Konzern hat als Flaggschiff für das Unternehmen. Schon auch klar, dass das sehr knapp werden kann, dass es vielleicht aber einfach auch als Herausforderung und zum Mitziehen für alle Mitarbeitenden einfach auch eine vielleicht etwas verfrühte Zahl ist. Vielleicht wird es dann 2026, aber immerhin wird mit aller Kraft und Macht daran gearbeitet. Es ist zum einen natürlich die E-Mobilität, es ist der Ökostrom. Es gibt heute schon bereits eigentlich die Umstellung auf Ökostrom im Unternehmen. Mhm. Es ist natürlich auch im Bereich Bauen, dass wir uns das Green Building vorgenommen haben. Es zieht sich durch, dass eben bei uns in der Panorama Catering Welt, die ja auch unsere Kantinen und Betriebsrestaurants bestreiten, dass dort eben nur in der Region eingekauft wird und dass eben auch jetzt über zusätzliche, sei es Solarfelder auf den Dächern der Lagergebäude und Ähnliches, dass da eben sehr, sehr stark investiert wurde, sodass wir eben auch den eigenen Strom hoffen, dann auch maximal selber produzieren zu können. Marke. Sie sagten eben in Ihrem Vortrag, Kunst, Kultur baut auch an der Marke Wirth mit. Ja. Erklären Sie uns das, was die Auswirkungen auf die Marke Wirth sein sollen, sind? Also vielleicht darf ich da mit einem Zitat von Reinhold Wirth beginnen, der immer wieder sagte, wenn er Vorträge hält selber, wird er viel mehr auf seine Kunstsammlung angesprochen, dann bei der Fragerunde, als schlussendlich auf die Schrauben. Und das hat natürlich so was damit zu tun, dass natürlich jetzt diese Kunstsammlung im Unternehmen vielleicht auch einfach ein größeres Interesse hat und natürlich einfach auch ein sehr positives Image darüber gebildet hat, über diese großartige freie Zugänglichkeit, die ja
der tatsächlich entstanden ist. Sie wissen vielleicht auch, dass er ein großer Verfechter gerade wieder in dem Landesmuseum Württemberg war, dass eben auch dort der freie Eintritt für Familien und das probierte man dann, soweit ich mich erinnern kann, an einzelnen Tagen aus. Mittlerweile ist das aber auch oft weitgehend möglich und man verlangt eigentlich nur noch zu Sonderausstellungen tatsächlich Eintritt. Ich glaube, es ist einfach ein ganz großes Moment, wenn Sie auch durch unsere Häuser gehen, werden Sie überall sehen, dass wir den Namen Würth nicht verstecken, weil natürlich auch die Aktivitäten nicht jetzt irgendein Teil einer ganz diskreten Stiftung wären, sondern es ist eben tatsächlich Teil des Unternehmens, also auch die Kunst ist verankert im Anlagevermögen. Wir geben auch darüber Preis in den Geschäftsberichten, was wir tatsächlich tun, sodass eben das tatsächlich mitspielt in diesem Image. Wir laden unsere Kunden ein in Sonderveranstaltungen, sodass eben tatsächlich Würth mit Kunst heute sehr stark verbunden wird und das ein sehr positives Image weltweit eigentlich auf unsere sonstigen Aktivitäten auch dann mit sich gebracht hat. Es ist ein Familienunternehmen, das nicht nur in Deutschland Maßstäbe setzt, sondern in ganz Europa. Welches andere Unternehmen, besonders wenn Sie die großen Player aus dem Internetbereich erleben, hat ein eigenes Museum? Nicht nur eines, sondern 15 Spielstätten, wie Frau Weber im klassischen schwäbischen, fast schon Understatement, heute auch geschildert hat. Vielen Dank für den Einblick in ein ganzheitliches CSR Engagement, das gewachsen ist im Unternehmen. Und in diesem Sinne, glaube ich, freuen wir uns, dass wir heute hier zu Gast sein durften. Danke.